Ich habe ihn auch nicht gesehen, weil ich habe nur Buschwerk und ich wollte gerade nach rechts gucken. Ah. Ich habe mich auf diesen einen, der da am Felsen rüber gejumpt ist, konzentriert, ey. Ja, Den von rechts habe ich hinter gar nicht dem Jeep mitbekommen. war auch noch einer. Da waren noch drei oder vier Leute. Wahrscheinlich alle aus Aber dem den einen habe ich Auto. überhaupt nicht. Ich fand es viel geiler, wie ich gerade den Wagen gestoppt habe. Ich habe einfach mein Auto unter diesen scheiß Wagen geklemmt. Und der konnte da nicht wegfahren mit dem Heckantrieb, ey. Mann. Ja, aber siehst du das? Nur weil ich mir eine Gesichtsmaske aufgezogen habe, habe ich wieder meinen alten Tarnanzug an, nicht mehr den Mad Max-Anzug. Ist so dumm. Ich auch nicht schlecht, ey. Also das heißt, diesen Mad Max-Anzug kannst du nur tragen ohne eine Maske. Also das heißt, wenn du Leuten eine Veränderung machst, ist es Ja, anders. Weg. vor allen Dingen nicht mal die geile Zigarre, weißt du, die Zigarre würde voll gern zu gut passen. Aber nö. Aber was ich natürlich cool finde, ist, dass wenn du das Kostüm wechselst, dass du dann automatisch deine alten Sachen wieder anhast. So habe ich jetzt wieder Mad Max an. Aber keine Zigarre. Dann kaue ich halt hier auf so einer Kaliber 12 Patrone rum. Genau. Nochmal einer in der Nähe. Die fahren hier aber echt viel rum. Wo ist denn hier eine Basis? Was ist denn das? A. Ja, dann zu der A-Basis. 3 Kilometer. Was ist deine A-Basis schon wieder? Ja, dann können wir da speichern. Dann können wir dann Ach, da bist das du. Spiel wieder Okay. anmachen. Dann müssen wir nicht erst in das komplette neue Gebiet latschen mit 3 Kilometer. Warte mal, geht das hier oben auf dem Berg? Granate fliegt. Nehmt das. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Tatsächlich. Wo steht das? Da. Anschnallen, Leute. Okay. Beste Wagen überhaupt. Ja, nehmen wir die Scheiben gehen kaputt, nur ein bisschen gesplittert, aber sonst Genau. ist alles easy. Ja, Mann, der Überrollkäfig ist steinhart bei dem Wagen. Ja. Der Kofferträger oben macht Genau. die halbe Panzerung. So ist es. Schließlich ist das ja Mithril. Adamantium ist das. Aber direkt Genau, von Adamantium. Vulkanium. So ist es. Es war ein armes Volk, aber das können sie sich leisten. Na hier, sind wir doch lang geflogen mit dem Hubschrauber. Guck mal, wenn wir jetzt so ein übelstes Auto haben, fragt keiner nach. Auch wenn ich hier übelst lang fahre. Ah oh, ja, das ist doch Bolivianer. Ja, guck dir doch die scheiß Karre an. Weißt du, fahre ich Ja, aber wahrscheinlich ist es genau getarnt so. mit dem Neuwagen sofort Alarm. Ach, der Park Agua Verde. Das interessiert wirklich keinen. Alt genug, um zu Was akzeptieren, meinst dass du? ich Die nicht mehr Infos jung bin. sind Ja, das, komm, das schnell noch holen. dass ich nie mehr empfinden werde. Der Glaube, dass ich ewig stark sein und länger als die Berge stehen werde, dass ich unaufhaltsam bin. Wenn wir gerade dabei sind, sind wir nicht umsonst vorbeigefahren. Alles okay, alles okay. Ich habe Drohne Tango. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango. Zähl Nummer 5. Unterschätzt ihn nicht. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Ach, hier, wir müssen sowieso auch Infos hier sammeln, so wie es ausschaut. Sehe ich gerade. Die beiden links kommen zu mir. Alles klar. Ich gehe rechts in das Gebäude. Ach, das sind nur Infos, die Infos. Das ist kein Typ oder so.
So. Dann noch das Gelbe. Müssen wir ja eh machen. Wo ist hier einer? Direkt vor mir. Wo ist der? Ist er hier im Haus? Ja. Nee, der ist hier rechts. Ja, der ist hier im Haus, ist er. Hast du? Alles klar. Alles gut, alles gut. Also nochmal Infos. Ich weiß nur nicht, ob es Papier ist oder ein Typ. Leutnant links. Okay. Die Infos sind eine Karte. Tango getroffen. Alle weg. Sehr schön. Geschafft. Alle noch ganz. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub. So, mal gucken, was auf dem Laptop war. Diese Werbung für das Kartellressort nennt den Standort. Wenn wir das in die Luft jagen, ficken wir Casita direkt ins Knie. Den ficken wir dann direkt ins Knie. Einfach so. Die Sprüche. Komisch, wenn wir sauer sind, irgendwie sind wir aktiver. Da klappt das irgendwie besser. Vielleicht, wenn wir reinschleichen, sind wir vielleicht einfach zu vorsichtig. Vielleicht muss man ein gewisses Niveau an Aggressivität bei dem Spiel haben. Könnte durchaus sein, ja. Apropos, hast du schon gehört von Shogun Warrior oder Samurai Shogun oder wie das Spiel heißt? Kommt jetzt im April irgendwann, glaube ich, oder Mai raus. Okay, sagt mir nichts. Das ist Kommandos im alten Japan. Du hast vier Samurai und musst die Mission im Stile von Kommandos lösen. Okay, das ist cool. Richtig, oben Perspektive, die Blick, so wie die Leute damals geguckt haben und so. Du hast richtig so eine vier Samurai-Elite-Einheit. Okay. Habe ich für 40 Euro vorbestellt. Cool. Das fand ich gut. Ja, jetzt. Lass ich den GP nehmen. Pass ich da durch? Oh, hier, das Bild finde ich fett. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich glaube, irgendwie Samurai oder Shogun. Irgendwie eines von den beiden war es. Sah aber cool aus, weißt du? Habe ich sofort gesagt, nehme ich mit. Und wieder ein Kommandos, das haben wir jetzt, glaube ich, erst vor 4-5 Monaten mal rüber geredet, dass es mal wieder Zeit wird, dass es mal wieder ein Kommandos gibt. So ist es ja, das wäre voll geil gewesen. Jetzt haben sie es ja, wenn du sagst, rauskommen, ja, das wäre schon cool. Aber das ist nicht von der Firma, es ist nur im Stile von. Ja, das macht aber es sah extrem so aus, weißt du? Ich habe die Bilder gesehen, vor allen Dingen diesen Blickwinkel, weißt du, war genauso. Ja. Mit diesem Schirm, den man da immer hat. Denkst du, das ist doch 1:1 Kommando. Hammer. So, wir fahren mal ganz langsam, mal gucken, was passiert. Die Tür müsste ja aufgehen. Scheiße! Ja, das wäre zu geil gewesen. Bin ich hier richtig? Ja, zumindest im Hubschrauber ist es richtig. Dann können wir hier schon mal aussteigen. Nee, ich will da vorne. Da vorne auf die Basis. Achso, du willst einfach darüber. Ja. Weil er hat uns hier den Weg lang geführt, dass wir da zur Basis kommen, dass ich den Speicherpunkt habe. Ich lenke die alle voll ab mit dem Gewehr hier. Mit dem Jeep. Keiner interessiert sich für dich. Ja. Ah, hör, das Spiel verarscht. Das Spiel hat mich ja verarscht. Hier gibt es gar keine Straße. Ich dachte, man kann das irgendwie über die Dings hier so rüberfahren. Bis zu einem bestimmten Grad schon, aber danach nicht mehr. Boah, der Sniper hat ganz dicht an dir vorbeigeschossen. Oh ja, das habe ich gemerkt. Ja. Scheiße, jetzt muss ich auch raus. Das Fahrzeug läuft ab. Obwohl, noch schwimmt es. Scheiße, jetzt muss ich raus. Um dein Leben. Leise schwimmen. Die Insel ist komplett isoliert. Da kommst du eh nur mit dem Boot drauf. Ah, cool.
Ah, perfekt. Ich muss raus. Ich kann ja zum Schluss nochmal das andere Kostüm anziehen, das, Future Soldier, dann kannst du es mal sehen. Mhm. Aber müsstest du eigentlich kennen, wenn du das Cover noch von früher. Ach nee, du hast es ja nie gespielt, dann weißt du wahrscheinlich auch nicht, wie das Cover aussieht. Cover kenne ich. Doch. Alles Paletti? Nur ich hab's nicht gespielt, wie gesagt. Hast aber nichts verpasst. Hast ja echt nichts verpasst. Future Soldier war nicht so gut. Da war Advanced Warrior weitaus besser. So, wie mache ich das? Ausrüstung, Erscheinung. Yeti ist sogar auch dieses eine, was man kaufen kann. Das Yeti, was aussieht wie Tomb Raider. Ah ja, okay, stimmt. Mit der Taktikbrille sogar. Ist dir aufgefallen? Mit dem Kostüm ist mein Charakter größer als du. Warte. Dreh dich doch um. Stimmt. Wenn ich es ausziehe, bleib mal stehen. Warte. Oh, dieses drücke hier, drücke jenes, Alter. Nö. Ja, jetzt bin ich heute mal kleiner hier. Hä? Das ist komisch, ne? Mal größer, mal kleiner. Vielleicht bist du öfter. Bist du so. Du hast eine Stauchung. Nee, ich bin immer noch größer. Weil wenn man von dir links steht, also beziehungsweise wenn du jetzt links stehst und ich rechts von dir. Jetzt bist du wieder größer. Ja. Wenn ich so gucke, bist du wieder kleiner. Was ist das denn? Und wenn ich so rumstehe, bin ich kleiner und du bist größer. Ja, das ist ja behindert, das Spiel. Ey, ich sag dir, das ist. Hey, wie kann denn sowas passieren beim Programmieren? Wer weiß, vielleicht liegt es auch in einem bestimmten Blickwinkel oder sowas, wenn die Kamera da so steht. Ach, keine Ahnung. Ach, hör doch auf, Alter. Das wäre furchtbar. Naja, wir treffen ja auch nicht, wir schießen auch immer irgendwo gegen und so ins Scheiß. Also da wundert es mich ja sowieso nicht. Hier ist nichts los auf der Insel. Informationen gibt es hier hinten noch. Ah ne, hier hinten ist richtig eine andere Goyo. Ja, aber da hinten könnte man zum Beispiel noch die Info nehmen, damit man noch alles freischaltet. Dann hätte man die ganze Insel auch schon freigeschaltet hier. An Sachen, die man finden kann. Oh. Ja, das ist lustig. Wir machen wirklich eine Session dann immer mit jeweils einem ganzen Typen. Ja. Das heißt, wir wären diese Woche mit dem Spiel nicht fertig, wenn das so weitergeht. Wir haben jetzt wieder eine Aufnahme von exakt 6 Stunden, 8 Minuten. Eine halbe Stunde schneide ich raus, wegen dem Anfang. Mhm. Ja, 5,5 Stunden, eine Session. Ja. Oh, nicht schlecht, ey. Wo ist denn die Info? Ich müsste mich doch schon langsam drauf zubewegen. Hier gibt's aber auch nichts. Keine Ressource, kein gar nichts. Hier spielt eine Gitarre. Ja, ich porte mich jetzt zu dir, weil ich keinen Bock mehr habe, anzulaufen. Was, ey, wir haben eine Regel. Ich weiß, aber hast du selber gesagt, ab hier müsst ihr so sagen, ja. Sieht das scheiße aus? Hi, wie läuft's denn? Was nehmen wir nach? Rebellen? Nachschub. Nehmen wir Nachschub. Es gab hier nur noch die Grünen, ne? Weil ich glaube, ich habe alle Blauen aktiviert. Genau. Ja, dann brauchen wir jetzt nur noch einmal eine Info. Dann haben wir auch für das Gebiet alle Plätze aktiviert. Ja, genau. Oh, diesmal, hier gibt es nur 2. Das heißt, mit denen wären es dann 4 Nebenmissionen, so wie es ausschaut. In dem Gebiet. Ja, das Gebiet ist auch ein bisschen interessant. Weißt du warum? Wir müssen uns an der Küste bewegen. Das heißt, wir könnten eigentlich ziemlich viel mal mit dem Boot machen. Außer rechts oben. Da müssen wir einen Berg hoch. Aber das Coole ist, das Ding könnten wir jetzt mal komplett mit dem Boot machen. Das ist schön. Also so auf unseren Spielstil bezogen ist das mal eine schöne Abwechslung. Weil Hubschrauber und Fahrzeug, jetzt haben wir mal... Das ist aber irgendwie cool gemacht, ne? So für das Terrain. Wenn man sich die Schnellreise echt spart, hat man echt mal eine Möglichkeit, wirklich alles zu nutzen.
Vielleicht, wenn wir ja oben in den Bergen sind, müssen wir vielleicht viel mehr mit dem Motorrad fahren. Das kann ja auch sein. Dass wir da effektiver sind durch die ganzen Feldwege und so. Aber wenn ich mir gerade mal hier, was ist denn das, Westen angucke, das sieht ja schon fast ein bisschen nach Wüste aus da hinten. Ja. Was haben die denn hier für Boote? Ich wette, wieder unser Explosionsholzboot haben sie bestimmt wieder. La Bumba. Ja, es ist La Bumba. Ist das überhaupt ein Zweisitzer? Passagier durchgestrichen. Fahren. Los geht's. Kannst du irgendwie einstehen? Tatsächlich, gut, das geht. Wassergefülltes Boot. Ernsthaft. Das sinkt fast. Das sinkt doch übelst ab. Ja. Wir fahren unter der Wasseroberfläche. Ja, ich guck mal hin, das sinkt übelst ab bei jeder Bootwelle. Ja. Oh mein. Tja. Boot ist doch der Kra. Das wäre so geil, wenn das wirklich so wäre, dass das Spiel das erkennt, wenn das sowas hätte. Ja, wenn ich eine Linkskurve mache, zieht das rein, das ganze Boot ist voll Wasser. Ja. Oh Mann. Also wäre cool, wenn das erkennen würde, dass zu viel Wasser drin ist und dann absäuft. Sobald du zu schnell fährst, über sowas fährst, dann wupp, weg wärst. Das wäre cool. Ja, das wäre wirklich cool. Schade, dass man bei den Spielen nicht tauchen kann. Ich würde gerne mal wissen, wie tief das hier ist. Ich werde sagen, wenn ich all diese vermeintlich ehrlichen Geschäftsleute in Bolivien sehe, die mit Sand. Wir haben auch hier voll viele Inseln, wo man, die man abklappern muss und so. Hm. Das ist jetzt schon wieder was, da könnte ich jetzt schon wieder komplett nochmal 5 Stunden spielen. Aber nur wegen den Erkunden. Ja, ich kann das. Ja, nur wegen wirklich wegen Erkunden, bei mir ist das nicht anders. Ja. Ist auch so cool so. Kaum hat man wieder eine Sache, die ganze Zeit übelst am Flamen, am Abhassen und dann auf einmal, ey, guck mal, man kann Boot fahren. Ja, geil, das genau. Weil, also diese Inselgruppe, die werden wir wahrscheinlich wirklich mit dem Boot noch mehr machen, weil das ist cool. Weil die ganzen Sachen sind immer an den Küsten. Ja, das können wir auf jeden Fall so machen. Wir haben eine Bosswaffe freigeschaltet. Best Friends Forever. BFF Pistole. Sie muss mal bei Gunsmith reingehen, wie die aussieht. Ausrüstung. Da. Ist eine geile kleine Knarre. Ja, aber wirklich klein, ne? Aber die macht übelsten Schaden. Zieh dir das mal rein, was die für einen Schaden macht gegenüber den anderen Pistolen. Ja, also der Schadenoutput ist unnormal. Ja. Was ist denn das? Die Minderung so gut wie gar nicht. Ich rüste die mal auf, mal gucken, wie klein die ist. Oh, die ja. So klein ist die gar nicht. Die ist ganz schön fett. Halt eine kleine, klobige Knarre. Was habe ich denn hier? Ein Magazin. Oh, ich habe ein erweitertes Magazin für unsere gute Pistole bekommen. Aber auch leider nur für die Waffe. Konnte man dann unser eigenes Level sehen? War denn das? Oben rechts, wenn du die aufmachst, bist du Level 12. Ach, da. Stufe 12, ja, jetzt sehe ich das auch. Du bist auch noch Stufe 12? Zwei Level. Aha. Noch zwei Level, damit wir dann den nächsten Talentbaum für Waffe freischalten können. Ja, Zieldauer sieht sehr gut aus. Verbesserter Schalldämpfer, da bin ich mal gespannt, was das bringt. Weil auf dem Bild geht der extrem nah an den ran und der kann da ganz schön viel Action mitmachen. Ah, guck an, hier, der nächste Rang vermindert die Schadensminderung. Das heißt, der Schalldämpfer reduziert übelst den Schaden. Vielleicht haben wir deswegen auch so ein Problem. Das kann auch sein, wegen dem Schalldämpfer. Ja gut, okay, aber trotzdem. Jo, okay, da er zimmert er richtig drauf, ey. Er hat den Schalldämpfer drauf, jetzt ballert er drauf. Babab, babab. Guck mal, die Unidad. Zwei Schüsse weg im Körper. Oha, und hier die Zieldauer. Bei der Zieldauer ist ja krass, da bewegt sich ja so gut wie gar nichts. Ja, Dauer des Ziels um 10%. Kostet alles 3. Kostet alles nur 3 und ja. Ich kann mir alles leisten. Genau. Ja. 5000 kann ich mir leisten. 1500 genau. Kann ich mir leisten. Nee, kann ich nicht. Ich brauche nur noch. Doch, kann ich. Ich habe 15.000 Radar. Da stand 15.000. Ich denke mir gerade, ich hatte nur 15. Dabei habe ich 15. Ja, genau, bei mir auch dann. Krass. 6000 Nahrung. Also, ich kann mir alle 3 leisten. Ich brauche nur 9000, 9 Fähigkeitspunkte.
Genau, ich brauche noch diese Essenssachen noch. Also ich habe nur 5,2 und 6.000 brauche ich dann eben für Essen. Also Nahrungsdinger müssen wir finden. Ja, okay, gut. Stell dir mal vor, das Ding würde nur so schnell fahren. Was ist das für ein Geier? Viel geiler, wie du das machst, Alter. Das ist Beintraining. Ja. Ach ja, Ohne gib mal Arme. Gas hier. Also machen wir so hier bei übelsten Wellengang und Kurvenlage, Alter. Dein Hardcore-Training. Geht doch. Alter, Da geht das Pol hat einen übelsten Wendekreis. Zieh mal den Wendekreis rein, ey. Oh ja. Und nochmal. Handbremsen? Nee, keine Handbremse. Schade. Da ist es wieder realistisch. Unglaublich. Genau. So, wo war jetzt Nee, gut, unsere okay. Insel? Das war unsere Insel, ne? Okay. Na. Oder war es das? Ne, du bist schon richtig auf dem Kurs, die große. Die andere hat einen Fähigkeitspunkt und die ist noch nicht erkundet worden. Ja, dann haben wir auf jeden Fall eine neue Session. Warte, Ja. wenn wir da sind, nehme ich dann, unterbreche ich dann die Aufnahme. Sicher, dass das das ist? Rechts hier die Insel. Doch, tatsächlich, das ist das. Die hier rechts Ja. jetzt, ja. Und Oh, ich will mal wissen, ob das Auto, ob das Ding explodiert oder nicht, wenn ich auf eine Sandbank fahre. Na, probier. Ja. Okay. So. Ja, dann würde ich sagen, so kann man jetzt immer. Genau. Der stottert. Wer stottert? Der eine hat gerade so extrem gestottert. Er hat irgendwie Kessiere, Kessiere gesagt. Wäre interessant, wenn sie es eingebaut hätten, weißt du? Wegen Gleichberechtigung, dass so alle Menschen vertreten sind. Wer weiß, vielleicht ist es auch so. Der hier war das, der so gestottert hatte. Ja, wahrscheinlich wegen der Waffe. Steck mal die Waffe weg. Drei gedrückt halten. Wow, hier sieht's fast ein bisschen aus wie zu Hause. Große Flüsse und viele Fischerboote. Eine Schande, wie das alles vor sich hinrottet. Wie das hier wohl ausgesehen hat, bevor das Ja. Kartell eingetroffen ist. Väter haben ihre Söhne vor Sonnenaufgang zum Fischen mitgenommen und kamen abends mit Empfang zurück. Ein bisschen behältst du, der Rest wird verkauft. Das macht dich nicht reich. Aber das war kein schlechtes Leben. Hey, wieder mit seinem Schon alles Hinlegen. gesehen. Wenn du jetzt anfängst zu Das singen, verpasse ich dir ist die eine. Chillerpose Wie so pur, eine Thunprinzessin, die aus dem Nichts mit einem verkackten Goldfischchor zu singen anfängt. Ja. Ich find's einfach nur geil, dass man das machen kann. Ja, aber weißt du, was ich schade finde? Hier sind doch die Gebäude, wo ich letzte Session von geredet habe, weißt du? Diese Teile, die gibt es ja hier zu Genüge. Warum kann man nicht so sich auf den Rücken legen und dann, sagen wir mal, nach unter das Ding laufen und dann mit der Pistole schön durch die Ja. Decke schießen? Okay, das Durch wäre den Boden cool, schießen. Das wäre eine echt geile Aktion, sich anzuschleichen. ja. Das mit dem Hinlegen ist wirklich geil, Alter. Das ist nicht so, das ist voll cool. Sag mal, du bist jetzt hier, ne? Weil es einfach nur chillig ist. Sonst Ja, jetzt Strand. kann man sich einfach so sagen, ja. Einfach nur so. Und jetzt fängt auch noch die Entspannungsmusik. Genau im Moment, Siehst dann ist ja geil. Herrlich. Ja, siehst du das, wie meine Hand ist, als wenn ich mein Kinn stütze Ja, mit der Faust? genau. Perfekt. Sieht ja geil aus. Ach ja. Das ist so dumm. Aber das ist das Beste an dem Spiel. Einfach nur Ja. hinlegen und chillen. Ja. Ja, das ist auch wirklich das Effektivste, was du hier machen kannst, ey. Ja, ist auch so. Ehrlich. Ja, na gut. Ja, war eine gute Session. Dann würde ich sagen, Das auf morgen jeden machen wir ja Fall. nicht, dann machen wir übermorgen weiter, ne? Genau, würde ich mal sagen. Alles klar. Oh Gott, aber es kann wahrscheinlich erst später.